Hier ist Heinz Strunk. Frage: Ab wann ist man eigentlich Raucher? Als Raucher nach Brüsseler DIN-Norm gilt, wenn die Anzahl der Züge, die sogenannte Stummellänge und die Inhalationstiefe zusammengenommen größer ist als die Wurzel aus dem Faktor 15. Kapiert? Ich auch nicht. Als starker Raucher gilt, wer mindestens die drei folgenden Kriterien erfüllt: Raucherlunge, Raucherbein, Raucherarm, Raucherohr, Raucherlippe, Raucherfinger, Raucherpo. Die größten Zuwächse verzeichnen übrigens Schlafraucher. Das sind Raucher, die, ähnlich wie Schlafwandler, nachts rauchen, ohne aufzuwachen. Weitere Fakten des Brüsseler Rauchnormwandels: Eine Kippe ist nur eine Kippe, wenn sie qualmt. Ein irischer EU-Kommissar fordert daher ein generelles Qualmverbot für Zigaretten über 10 cm. Übrigens heißt dieser Mann ausgerechnet Smokey. Raucher und Nichtraucher stehen sich weiterhin unversöhnlich gegenüber, eine Feindschaft bis in den Tod. Die Raucherlobby fordert die Wiedereinführung von Raucherkinos, Raucherflügen und Raucherkrankenhäusern. Die Nichtraucher möchten die Verbote stattdessen flächendeckend ausdehnen. Neben einem generellen Rauchtrink- und Essverbot sollen auch Gespräche mit einer Lautstärke über 20 dB untersagt werden. Auch sogenannte Raucherberufe sollen abgeschafft werden. Das sind Berufe, in denen traditionell viel geraucht wird. Wir werden zukünftig wohl ohne Dachdeckerchirurgen und Tankwarte auskommen müssen. Viele Raucher haben Angst davor, an Gewicht zuzulegen. Hier helfen nur Fakten. Denn die Gewichtszunahme lässt sich anhand des RFI, des Europäischen Raucherfettindex, präzise vorausbringen. Addieren Sie dabei einfach die Zahl Ihrer Raucherjahre mit der Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten. Einfaches Beispiel. Nach 20 Raucherjahren und täglich 20 Zigaretten müssten Sie mit einer Gewichtszunahme von etwa 400 Kilo rechnen. Bock drauf? Methoden zur Entwöhnung gibt es wie Sand am Meer. Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi, E-Zigarette, Akupunktur, Hypnose und. Die Aussichten sind bei allen gleichermaßen schlecht. Ein Nikotinpflaster hilft beispielsweise nur dann, wenn mehr als 85% der Körperoberfläche damit zugeklebt wird. Gehen Sie bei der Entwöhnung behutsam vor und heben Sie die sogenannten Koppelungen auf. In einem ersten Schritt sollten Sie beispielsweise versuchen, nicht mehr während der Hauptmahlzeiten zu rauchen. Erst wenn Sie das geschafft haben, können Sie sich an die endgültige Entwöhnung machen. Für immer rauchfrei in drei Schritten. Erstens, ergreifen Sie einen Nichtraucherberuf. Sie senken Ihr Risiko um bis zu 25%, wenn Sie sich zum Kinderarzt, Astronaut oder Langstreckentaucher umschulen lassen. Zweitens, hochwirksamer Psychotrick. Zögern Sie den Rauchvorgang so lange heraus, bis Sie vergessen haben, was Sie vorhatten. Drittens, bevor Sie eine Zigarette rauchen, müssen Sie erst mal eine essen. In diesem Sinne, willkommen in Ihrem neuen Leben als Nichtraucher.